Ich freue mich jetzt sehr. Ich habe einen Laudatoren bei mir, der heute Abend auf jeden Fall den Unterschied machen könnte, weil du ein geiler Typ bist. Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und vor allen Dingen, wie geht's dir auf, sag ich mal, einer sehr entstaubten Veranstaltung heute zu sein? Der Bayerische Fernsehpreis entwickelt sich in die Moderne. Es ist der TV und Streaming Award. Du bist ja jemand, der auf allen Plattformen unterwegs ist und auch ganz genau weiß, wie das funktioniert. Was sagst du dazu? Und die Bayern wieder als Vorreiter in Deutschland. Das ist als Berliner jetzt sehr schwer zu ertragen. Aber ja, ihr seid natürlich das Mittelpunkt der Erde, Nein, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass die Branche und unsere ganze Industrie mit der Zeit geht. Und alles wird digitaler, deswegen werden die Formate auch digital, deswegen müssen auch die Preise digitaler werden. Ich finde es toll, dass Streaming und Fernsehen beides gleichwertig gewertet wird. Ich glaube, ganz, ganz lange hält man in Deutschland gerne an altbewährtem fest, aber es ist schön, dass auch in Bayern sich mal was weiterentwickelt. Ne? Stimmt, sehr schön gesagt. Dani, du bist ja aber jemand, der ja immer sehr progressiv auch mit den neuen Medien umgegangen ist und vor allen Dingen in dem, was du tust und machst. Du definierst dich ja immer wieder neu und sagst dann auch erfolgreiche Formate ab, beziehungsweise sagst, jetzt ist eine Grenze erreicht, ich muss jetzt was Neues machen. Wie entsteht das bei dir? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das eine Strategie, die du da pflegst oder verfolgst? Nee, gar keine Strategie. Ich glaube, es gibt Momente, da ist was auserzählt. Und als Schauspieler durfte ich mich immer verstecken hinter den Rollen. Im Non-Fiktionalen, wenn ich eine Show mache, darf ich das nicht mehr. Dann wird auf mich projiziert. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann einer Debatte eigentlich gar nichts Neues mehr, keine neue Perspektive mehr anreichern oder nichts, keinen neuen Blick mehr geben, dann muss es vorbei sein. Da glaube ich, bringt es wirklich gar nichts daran festzuhalten. Ich bin aber auch ein sehr entwurzelter Mensch, deswegen ist es für mich gar nicht so schwer. Aber entwurzelt finde ich gar nicht schlimm, das klingt immer so dramatisch, aber ich finde ehrlich gesagt das total gut, weil du sozusagen dein eigener Kompass bist. Was können wir denn von dir heute Abend in der Laudatio erwarten? Weil ich kann mir vorstellen, dass da keiner kommt und sagt so, du machst das jetzt so oder so, sondern das kommt auch aus dem Bauch. Ja, also ich habe ein bisschen was vorgeschrieben. Ich will gucken, wie der Abend läuft. Ich bin immer eher einer für die Politik und etwas noch Kritik, mal schauen, wie viel davon dann noch später übrig ist. Du bist ja auch selbst mehrfacher Preisträger. Ich würde gerne einmal ganz kurz von dir auch wissen, kannst du dich in die Rollen reinversetzen der Nominierten heute Abend? Ja, total. Ich glaube, meine erste Nominierung war auch hier beim Bayerischen Fernsehpreis vor 3-4 Jahren. Und es ist eine ganz schlimme Aufregung davor, wenn man es wirklich nicht weiß. Und es ist einfach alles so, oh. Deswegen, aber ich drücke Ihnen allen die Daumen. Ich liebe Sie bei alle drei sehr. Wunderbar. Viel Spaß heute Abend. Danke dir, Daniel. Dankeschön. So. Bis später. Ich spiele Flavus, den Bruder von Arminius. Ich komme, um meinen bösen Bruder zu rächen. Genau, ich bin so eine neue antagonistische Hauptrolle, genau, in der zweiten Staffel. Genau, einen sehr umtriebigen Charakter, der moralisch etwas zweideutig ist. Ich habe das große Glück, in verschiedenen Ländern drehen zu dürfen und freue mich, es immer wieder neue Rollen zu spielen. Ich spiele gerade parallel, drehe ich gerade eine Serie, die im Nationalsozialismus spielt und spiele da wieder was ganz anderes. Und ich habe das große Glück, über die letzten Jahre versiert gespielt zu haben und hoffe, das genauso auch weiter zu dürfen. Was mir gut gefallen hat, ich halte heute die Laudatio auf die besten Schauspielerinnen. Und eine davon ist Soma Pisal von Para, wir sind King. Sehr gute Serie. Die Entscheidung, die steckt in einem Umschlag. Und diesen Umschlag wird uns jetzt gleich ein echtes Multitalent hier hochbringen. Er ist nämlich preisgekrönter Schauspieler, er ist Musiker, Regisseur, Theaterproduzent und noch so viel mehr. Ich habe ihn am Sonntag noch oberkörperfrei bei Instagram bügeln sehen. Auch das kann er gut machen. Hier ist Daniel Donskoy. In einer Zeit, in der der Begriff Freiheit von vielen politischen Kräften versucht wird zu kapern, darf man nicht vergessen, was Freiheit wirklich bedeutet. Eine souveräne Ukraine und ein Abzug der russischen Truppen. Freiheit. Der Iran ohne Khamenei, ohne Mullah-Regime. Freiheit. Deutschland, ein Land, in dem zum Glück Demokratie herrscht. Freiheit. Menschen und vor allem Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen, stehen gerade im Mittelpunkt vieler dieser Debatten. Es geht um die Freiheit, sich so auszudrücken, so zu denken, so zu leben, wie man ist. Und diese Kämpfe haben leider sehr, sehr wenig mit der Freiheit zu tun, die vielen Politikern aus den rechten und konservativen Parteien für sich proklamieren. Wir hier, wir leben in Freiheit, weil Menschen darum gekämpft haben. Und umso mehr freut es mich, diesen Preis heute für die beste Schauspielerin übergeben zu dürfen, denn alle drei von euch
Und alle eure Projekte stimmen mich positiv. Denn es geht um Stärke, es geht um Freiheit und es geht um Veränderung. Und solange Menschen wie ihr Kunst macht, solange Projekte wie eure existieren, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir als Branche nicht nur von außen beobachten, sondern Teil einer Realität sind, die auch verändert. Der Blaue Panther für die beste Schauspielerin geht an Soma Pisel! Vielen Dank. Ich dachte, ich wäre cool, aber mein Herz rutscht gleich auf den Boden. Meine Mama ist heute da. Okay. Erstmal, Padawesen King, das ist ein Ensemble-Ding. Und ohne meine Girls würde ich nicht hier stehen. Deswegen, ich teile diesen Pantherkuchen mit Jeanne, Chauvet und Roxane. Ich habe euch so lieb. Und das ist einfach so ein Geschenk, mit euch zusammenzuarbeiten. Er ist unser Regisseur. Das war seine Lieblingsregieanweisung. Er hat immer gesagt, so, ey Mädels, gib mir noch ein bisschen mehr Ping-Pong-Spiel. Weil Pada lebt von der Improvisation. Und Ping-Pong kann man auf jeden Fall nicht alleine spielen. Deswegen, der gehört auch euch. Ja. ich glaube, was Pada so belebend und ansteckend macht, ist, dass wir miterleben, wie diese vier Frauen ein selbstbestimmtes, freies Leben führen. Sie gehen nachts auf den Straßen, sie kleiden sich, wie sie wollen, sie lieben wen und wie sie wollen. Sie entscheiden selbst über ihre Körper und, oh Gott, ich bin so fucking aufgeregt. Und sie haben die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und warum? Weil sie in dem Land, in dem sie leben, auf einem Fundament grundlegender Menschenrechte stehen. Und manchmal verliere ich mich so in so Gedanken und denke so, das, was ich mache, ist total bedeutungslos mit all dem, was abgeht in der Welt und im Iran und den Protesten. Und jetzt bin ich so dankbar, dass dieser Preis dafür stehen kann, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, für die Freiheit aller Frauen in der ganzen Welt. Und wir sind alle eins. Meine Stimme ist auch eure Stimme. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind nicht getrennt voneinander. Leben, Frauen, Freiheit. Peace.